Im Mai, vor 300 Jahren, im Jahr 1720, wurde der berühmte Baron von Münchhausen geboren. Ja? Und als der 13 Jahre alt war, da ging der nach Russland an den Hof als Pagen und hat dann im russisch-türkischen Krieg gekämpft und hat im russisch-schwedischen Krieg gekämpft und hat dabei so viele Geschichten erlebt. Und diese Geschichten, die von Gottfried August Bürger im 18. Jahrhundert aufgeschrieben sind, die sind jetzt zum 300. Geburtstag von Münchhausen als bibliophile Neuausgabe bei Faber und Faber erschienen. Das ist wirklich ein ganz tolles Buch im Schuber und in Leinen gebunden und ganz toll illustriert. Da sind alle Geschichten drin, seine russischen Geschichten und seine Seeabenteuer. Und da ist zum Beispiel auch die Geschichte drin, wie Münchhausen auf dem Weg nach Russland im tiefsten Winter mit seinem Pferd nachts rastet und das Pferd an einen Pfahl anbindet, der im Schnee steckt. Und als er am nächsten Morgen aufwacht, da ist der Schnee geschmolzen und der Pfahl stellt sich heraus als Kirchturmspitze eines Dorfes. Und nun hängt das Pferd oben an der Kirchturmspitze und Münchhausen will ja weiter nach Russland. Also nimmt er seine Pistole und schießt einfach das Pferd von der Kirchturmspitze, damit es runterfällt und dann kann er seine Reise nach St. Petersburg fortsetzen. Diese und auch viele andere Geschichten wie die mit der Kanonenkugel, die stehen hier drin und sind auch ganz, ganz vortrefflich illustriert, sodass dieses Buch wirklich eine bibliophile Kostbarkeit ist für alle, die sich ihre Fantasie bewahrt haben.